Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute, inshallah, reden wir über eine Mutter von uns. Und diese Mutter, ihre Titel ist Sawwamatun Qawwama. Allah Azza wa Jal hat das auch bestätigt und sagte, dass diese Mutter von uns Sawwama Qawwama heißt, dass sie oft fastet oder viel fastet, dass sie auch viele diese Nachtgebet verrichtet hat. Sawwamatun Qawwama. Eigentlich jeder von uns muss das wissen, weil wie kann sein, dass einer von uns nicht seine Mutter kennt. Wenn ich dich nach deiner Mutter oder nach ihrem Namen frage, jeder weiß den Namen von seiner Mutter. Aber diese Mutter ist auch von uns eine Mutter. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat mehrere Frauen geheiratet. Und als er gestorben ist, der ist mit 9 Frauen gestorben. Und diese Frauen sind, wie gesagt, unsere Mutter. Weil Allah Azza wa Jal sagte in Surat Al-Hazab, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه das heißt, seine Frauen sind unsere Mutter. Deshalb, die Mutter von uns nach Tod von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die dürfen nicht mehr heiraten. Die dürfen nicht mehr heiraten. Warum? Wie kann sein, dass du deine Mutter heiratest? Radiallahu anhun. Und diese Muttern von uns waren seine Frauen in Dunya, alayhi salatu wassalam, und die werden auch seine Frauen im Paradies auch sein. Wahunna sahabiyat radiyallahu anhum wa zawjatin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa ummahat al-mu'minun. Das ist eine Ehre, dass eine Frau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Sie hat viele, also wertvolle Sachen bekommen. Erstens, dass sie Frau von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Zweite, dass sie die Mutter von allen Gläubigen und dass die auch in Paradies reinkommen. Sogar sie wird auch Frau von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jal hat für ihn eigentlich diese Frauen ausgewählt. Und auch die haben auch in diese besten Zeiten auch gelebt. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Khairun nasi qarni, die besten Menschen, die mit mir gelebt haben. Meine ich damit As-Sahaba wa As-Sahabiyat. Die beste Qarn oder beste Menschen, die mit mir gelebt haben, thumma alladhina yalunahum. Erste Frau, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat, ist unsere Mutter Khadija radiyallahu anha. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, er hat mehrere Frauen geheiratet, aber die Frau, die am meisten geliebt hat, ist Khadija radiyallahu anha. Sogar unsere Mutter Aisha radiallahu anha sagte ihm, ja Rasulallah, das heißt, als unsere Mutter Khadija starb, sagte Aisha radiallahu anha, aber Allah Azza wa Jal hat ihr was Besseres gegeben. Sie hat gemeint, dass sie besser als Khadija ist. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Wallahi, ma a'tani khayran minha. Allah Azza wa Jal hat mir nicht was Besseres gegeben. Das heißt, Rasulullah hat unsere Mutter Khadija radiallahu anha richtig geliebt. Sogar als sie gestorben ist, 2 Jahre, hat nicht geheiratet. Mit dieser Trauer, was er gehabt hat. Die Mutter von uns heute, die wir über sie reden, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Also erstens, sie ist geboren 5 Jahre bevor Rasulullah sallam Prophet geworden ist. 5 Jahre. Und das ist die Zeit, als die Araber auch neue wieder Al-Kaaba gebaut haben. Das heißt, bevor 5 Jahre, bevor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Propheten geworden ist, ist sie geworden. Das heißt, wie alt war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, also sie ist geboren 5 Jahre bevor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Prophet geworden ist. Wann ist er Prophet geworden? 40 Jahre. Das heißt, in welcher Zeit oder in welchem Alter war Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 35 Jahre alt. Das heißt, wie viele Jahre ist er älter als unsere Mutter, Hafsa, radiallahu anha? 35 Jahre alt. Das heißt, kann man das nicht vorstellen heutzutage, dass einer von uns eine Frau heiratet und ist er älter als die Frau 35 Jahre. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat unsere Mutter, wie gesagt, geheiratet und ihre, also Vater, Huwal Faruq, Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Das heißt, schau mal, wie die Familie ist. Umar ibn Khattab. Wenn du sagst, Umar ibn Khattab, das reicht, dass sie seine Tochter ist. Umar ibn Khattab, der sie kennt, يفر منه الشيطان. الشيطان flieht von ihm. Und ihr Onkel ist Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu. Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu, das ist ihr Onkel. Er war auch ein richtiger Sahabi und ein mutiger Sahabi radiyallahu anhu. Und er ist der Erste, der in Al-Baqi' begraben ist oder wurde. Diese Friedhof von Sahaba, der war, sein Grab ist der Erste, radiyallahu anhu. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihm auch sogar gelobt. Ja? Er hat ihm auch richtig gelobt, radiyallahu anhu. Die Mutter von uns heute ist Hafsa, Bintu Umar, Ibn Khattab. Radiallahu anhu. Diese Mutter, sie war auch verheiratet, bevor sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Und sie hat auch früh geheiratet. Das war in diesen Zeiten so. Heutzutage, wenn du hörst, eine Frau ist mit 10 Jahre oder 11 Jahre geheiratet, dann die werden dir sagen, dass du nicht normal bist. Aber damals, die Frauen, die waren richtig reif im Alter von 10 Jahren, 9 Jahren, die haben schon geheiratet. Als Beweis auch, die Leute, die sagen, schau mal, euer Prophet, er hat Aisha in 9 Jahren alt geheiratet. Und dann die Muslime, die bekommen diesen Schock. Die sagen, ja, was kann ich dir sagen? Obwohl es gibt viele zu sagen, dass du ihm sagst, jemand, der das sagt, unsere Mutter Aisha radiallahu anha, bevor sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat, sie war verlobt. Ein Mann wollte sie heiraten. Das heißt, in dieser Zeit war ganz normal, dass eine Frau in diesem Alter heiratet. Ganz normal. Ich kann euch noch ein Beispiel auch geben. Wie kannst du jetzt ein Kind von Europa mit einem Kind von Philistin vergleichen? Kann man nicht vergleichen. Einer, der 7 Jahre alt dort ist, nicht wie einer, der 7 Jahre hier in Europa ist. Dort, ein Kind ist ein Mann. Ja, ein Kind dort ist ein Mann, aber hier, der immer noch ist ein Kind, zwar immer noch ein Kind. Hauptsache, dass Ummuna Hafsata radiallahu anha, yani, ist in diese Familie aufgewachsen.
war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat über ihre also Onkel, also wie gesagt, geredet oder gelobt, qala lamma matat bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani dafanaha bil qurb min qabrihi. Rasul sallallahu hat seine Tochter neben Grab von Uthman ibn Mad'un begraben. Und sagt sogar auch dort, Al-Hiqi bi Salafin al-Khayyir, Uthman ibn Mad'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihm gelobt und sagte, also du bist auch gestorben, genau wie unser Salaf, der Beste von Salaf. Schau mal, dieses Wort stimmt ihr nicht, wenn jemand sagt, euch seid ihr Salafisten. Das ist eine Ehre. Dieses Wort ist heutzutage leider ist ein Schimpfwort geworden. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam hat selber zu Uthman ibn Mad'un gesagt, sagte im Al-Hiqi bi Salafina Al-Khayyir. Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu. Wa'ammatuha hiya Fatima bintul Khattab. Ihre Tante ist Fatima bintul Khattab. Sie war auch ein Grund, oder durch sie ist auch Umar ibn Khattab also Muslim geworden. Warum? Weil in diesem Haus wurde jeden Tag Koran gelesen von Fatima bintu al-Khattab. Wenn man immer so hört, dass die Tante ist so, der Vater ist so, der Onkel ist so, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist so, das heißt, wie ist diese Frau, التي هي أمنا حفصة رضي الله عنها. وأخوها, ihr Bruder ist einer von besten Sahaba, der richtig Rasulullah صلى الله عليه وسلم gefolgt hat und seinen Sünden gefolgt hat. Sogar, als auch Rasulullah صلى الله عليه وسلم gestorben ist, wenn er auf die Reise ist, und er weiß, dass er mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Ort war und hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass er sein Geschäft macht, der sagt, hier hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriniert, ich mache auch das hier. Innahu Ibn Umar radiyallahu anhu, Sahabiun kabir, ein großer Sahabi. Sogar die Sahaba sagen, der Beste von uns, der richtig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gefolgt hat, ist Ibn Umar radiyallahu عنه قالت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم زكت ابن له hat ihm gelobt und sagte ان عبد الله رجل صالح ان عبد الله ابن عمر رجل صالح nicht jeder sogar Rasulullah صلى الله عليه وسلم hat das bestätigt, sagte, dass er ein rechtschaffener Mensch, ein rechtschaffener also Mann. وقالت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها زكت أخ إبئين ما رأيت أحدا ألزم لأمر الأول من ابن عمر رضي الله عنه زات زكت أخ إش أبن خني من تغشتش رسول الله صلى الله عليه وسلم gefolgt hat wie عمر ابن ابن الخطاب رضي الله عنه فهل يستطيع أحد أن يعبر بقلمي. Das heißt, wie kann man diese Frau in dieser Stunde zum Beispiel alles beschreiben? Eine Frau, die hat alles gehabt. Sogar, sie war eine von den Frauen, die schreiben und lesen können damals. Und damals, wenn du nur lesen kannst oder schreiben kannst, das ist genau, wenn du jetzt einen Doktortitel hast. Sie hat so viel Wissen gehabt. Sogar كانت تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم. Sie diskutiert mit Muhammad صلى الله عليه وسلم und stellt ihm auch Fragen. Ja, Rasulullah, warum ist das so und das so? Warum, ja, Rasulullah, diese Sache ist so? كانت تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم. Ihr Vater, Umar al-Khattab, radiyallahu anhu, kam an Rasul sallallahu alaihi wasallam, der hat immer gewünscht, dass er Muslim wird. Umar al-Khattab. Warum? Weil er auch ein Mensch, der richtig mutig war. Der hat auch ein Wort in Quraysh. Die großen Kuffar von Quraysh,
da haben sogar Angst vor ihm, radiyallahu anhu. Fa Umar, das müsst ihr auch nicht oder dürft ihr auch nicht vergessen, hat Islam angenommen durch Dua von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil hadithi al-ladhi rawahu al-Tirmidhi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. Das heißt, es gab zwei Männer, die auch etwas zu sagen hatten in Quraysh. Und Rasul Aslam sagte, ja Allah, möge Allah einer von diesen zwei Islam annehmen, die du ihn liebst. Das ist auch ein Wunder, die du ihn liebst. Wer sind die? Bi Abi Jahlin ibn Hisham. Abu Jahl. Sag mal, hat nicht diese Rechtleitung bekommen. Und auch nicht warum? Weil Rasulullah sagte, ja Allah, a'izz al-Islam mit einer von diesen zwei Leuten, die du ihn liebst. Yani Allah Azza wa Jal أحب عمر رضي الله عليه ولم يحب أبو جهل اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل ابن هشام أو بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه الله عز وجل هات عمر بن الخطاب أزوكليبت لما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Die Muslime, die haben ein bisschen Ruhe gehabt. Sogar Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, sagte, مَا كُنَّا نُصَلِّي أَمَامَ الْكَعْبَ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَر. Wir haben nie vor dem Kaaba also gebetet, bis Umar Muslim geworden ist, radiyallahu anhu. وَهَكَدَا دَخَلَ الْإِسْلَامُ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ الْمُبَارَكِ. Das heißt, diese Familie, fast alle haben den Islam angenommen. Umar ibn Khattab, Hafsa, ihre Tochter, sein Sohn, auch Ibn Umar, der Onkel, die Tante, alle haben den Islam angenommen. Das heißt, die waren eine Familie, die von Anfang an Islam angenommen hat. Genau wie Familie von Ali Yasir, radiyallahu anhum. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, wenn einer früher Islam angenommen hat, er hat immer mit ihm gelacht und gelächelt. Sogar auch eine, der hat immer den Zweifel gehabt und hat nicht früh Islam angenommen. Erst nach Rasulullah von Medina wieder nach Mekka kam und sagte ihm, erst jetzt, warum nicht früher? Deshalb auch die besten Menschen, die erstens Islam angenommen haben, wie waren die? Al-Muhajirun. Die werden die Ersten, die ins Paradies reinkommen. Subhanallah. Warum? لأنهم اعتنقوا الإسلام مبكرا وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Warum? Weil die früher Islam angenommen haben und die waren auch von den ersten Menschen, die auch Auswanderung gemacht haben. رضي الله عنهم. فهذه العائلة تسمى العائلة العمرية. Kommt von Umar. العائلة الفاميليا العمرية لأن دي قريش دام نيه gedacht dass عمر بن الخطاب مسلم wird. Deshalb man darf nicht also immer Leute stempeln. Meine ich damit, dass du sagst, wie kann sein, dass dieser Mensch Islam annimmt? Kann man das nicht sagen. لأن الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عمر بن الخطاب دي قريش دي haben nie gedacht dass auch Islam annimmt. Die haben immer gesagt, kann sein, dass der Esel von Umar Islam annimmt, aber Umar nie, kann nie sein. لكنه أسلم. Und schau mal, أسلم وكان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم. Der hat auch الرسول صلى الله عليه وسلم gehasst. Und der wollte ihm eigentlich ihn töten. Der ist zu ihm gegangen, um ihn zu töten. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته und mit seiner weise Dawa hat mit ihm nur ein paar Wörter geredet. فأسلم عمر. Hat Islam angenommen. Und wo liegt er jetzt? Der wollte ihn töten.
jetzt liegt neben sein Grab, radiallahu anhu. Genau wie auch ein Bruder hat erzählt, wie eine Schwester Islam angenommen hat. Die ist auch aus Frankreich oder so. Hauptsache, sie war Kafir. Diese Geschichte hat der Bruder, der hat CDs verkauft und hat nur die besten Lieder gesucht und gebrannt und hat weiter verkauft auf die Straße. Dann auf einmal kam ein Kafir mit ihrem Mann. Und sie hat ihm gesagt, weil sie hat auch so richtig laute Lautsprecher auf die Straße gemacht. Jeder hört. Und dann sie hat ihm gesagt, okay, ich will was kaufen. Kannst du mir einen schönen CD also geben? Und da hat die erste probiert, sie hat gehört, nein. Die zweite, nein. Die dritte, nein. Also alle Lieder, was sie gehört hat, hat sie nicht gefallen. Aber der Bruder, der ist nervös geworden. Das kann man auch erleben, wenn jemand also dich nervt. Das nicht, nein, und andere nicht. Und auf einmal sagst du, ja, entweder kaufen oder laufen, wie die sagen. Aber der Bruder, subhanallah, der Bruder, mit diesen Nerven, was er gehabt hat, er wollte einfach so auf diesen Knopf einfach stoppen. Der ist auf diese Radio gegangen, aufs Fernsehen. Diese Radio-Player, der ist auf diese Radio also gegangen und auf einmal kam die Stimme von Abu Bast, Koran. Diese Schwester, sie wollte einfach gehen, aber sagte der Bruder, nach 6 oder 7 Sekunden, sie ist zu mir gekommen, sagte mir diese. Das hat mir meine Ruhe gegeben. Subhanallah, schau mal, wie sie die Schwester also ihre Rechtleitung bekommen. Sagte ihm, diese CD will ich haben. Aber der Bruder hat kein CD, das ist nur Radio. Sagte ihr, aber erstens, der Bruder sagte, Wallah, ich habe richtig geweint. Ich wohne in Ägypten und Koran, ich kann richtig Koran lesen, hören, aber ein Kafir hat noch nie Koran gehört, kann sein. Aber sie hat nur 6 oder 7 Sekunden gehört und sie sagte, dass ich habe meine Ruhe bekommen. Warum ändere ich mich nicht? Der Bruder, der das verkauft hat, taube gemacht und die Schwester sagte ihm, kannst du mir ein CD verkaufen von dieser Stimme? Der Bruder sagte, aber ich habe nicht. Sagte, ich gebe dir $50. Sagt, nein, ich habe nicht. Und außerdem, Koran darf man nicht verkaufen und so weiter und so fort, weil der hat sich nur ein bisschen beruhigt, weil der hat sich auch also richtig traurig gefühlt. Wie kann sein, dass einer noch nie Koran gehört hat und ich verkaufe diese Sachen, Lieder und Musik und alles mögliche. Aber hat ihr gesagt, okay, gibst du mir nur einfach dein E-Mail und dann ich kann dir schicken ein paar Sachen, was du jetzt gehört hast. Und subhanallah, der Bruder hat auch seinen Beruf oder seine Sache, was er macht, gewechselt. Statt Lieder zu machen, hat nur beste Stimmen vom Koran also weiterverkauft. Und hat mit dieser Schwester immer Dawa gemacht. Sagte, Wallahi, nach 2 Monaten, ich habe nur ein Wort bekommen in meiner E-Mail. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah, schau mal. Ihre Nia oder ihre Absicht, das zu kaufen, Lieder zu kaufen, aber inna Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sogar auch, wie gesagt, das war auch eine Geschichte, genau wie auch Umar al-Khattab, radiyallahu anhu. Zawjuha, ihr Mann, radiyallahu anhu, zawjuha huwa Khunais. Es gibt manche Sahaba, kann sein, dass wir noch nie ihren Namen gehört haben. Weil nur in Hajjatul Wada, letzte Hajja, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, obwohl er nur ein Hajja gemacht hat und 4 Umra gemacht hat, Hajja ma'ahu 100.000 Sahabi mit ihm. Viele wissen wir nicht den Namen, aber unsere Hoffnung, dass wir inshallah mit denen im Paradies zu treffen, das ist unsere Hoffnung. Ihr Mann, Zawjuha, heißt Khunais, radiyallahu anhu, der war auch ein Batal, ein Held. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihm auch gelobt,
als er ihn gesehen hat in erste Ghazwat Badr, erste Schlacht zwischen Al-Kufr und Tawhid. Da war ein Held. Das ist ihr Mann. Weil sie auch, wie gesagt, so 12 Jahre alt oder 11 Jahre alt hat sie geheiratet. Und in Ghazwat Uhud in Medina, der war auch ein richtiger Held. Und er hat Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam geschützt. Egal wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, der ist vor ihm. Der sagte, ja Rasulallah, ich habe nicht Sorgen um mich, sondern ich habe Sorgen um dich, ja Rasulallah. Und du würdest auch viele Wunde auch bekommen. Lakinnahu lam yamut fil ma'raka. Der ist nicht in diesem Schlacht gestorben, sondern nach ein paar Tagen ist er gestorben. Mata shahidan. متأثرا بهذه الجروح التي يعني أخذها من معركة أحد. Also wegen dieser, also diese Sachen, was er in diesem Schlacht bekommen hat, nach ein paar Tagen gestorben, رضي الله عنه. لكن unsere Mutter حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عنها. Also du weißt genau, wenn eine Frau ihren Mann richtig liebt. Und wenn die auch ihn sieht, dass er alles kann, dass er ein Held ist, dass er auch von Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf eine Lob bekommen hat und auf einmal gestorben. Nach 8 oder 7 Monaten, Umar al-Khattab radiallahu anhu hat gemerkt, dass seine Tochter immer traurig ist. Also sie, also sie wollte also eigentlich also heiraten, aber damals nicht wie jetzt. Also damals ist wie ich, ist nicht wie jetzt. Es gibt Leute, die schreiben zum Beispiel, die sagen, ach, wie kann ich eine rechtschaffene Frau heiraten? Ist normalerweise das eine Sache, die richtig sehr gut ist, wenn du zum Beispiel eine Schwester kennst oder einen Bruder kennst und du sagst, ach, ich kann dir vermitteln, dass ihr heiratet, ohne zu schreiben, ohne Haram-Sachen zu machen. Aber heutzutage, die meisten, die also heiraten wollen, die schreiben zum Beispiel einen Lebenslauf. Oder wie heißt es? Brief? Steckbrief. Ein Steckbrief. Ich bin also 25 Jahre alt. Also meine Länge ist fast 3 Meter. Und die Schultern sind richtig kräftig. Ich wiege nur 31 Kilo. Ach, wie kann sein, dass solche Sachen, ja, weißt du? Ich kann richtig Chinesisch reden. Ja, Koran bin ich dabei. Also die Buchstaben kenne ich noch nicht, aber Chinesisch kann ich richtig reden. Und so weiter und so fort, ja. Sagst du, Subhanallah, was kann ich jetzt von diesem Steckbrief jetzt also verstehen? Und die Schwestern auch genauso, die haben auch ihre eigenen Wünsche. Wenn du denkst, du sagst, diese Leute sind nur außerirdisch. Kann sein, dass du eine findest, kann sein nicht. Ja? Aber die Sahabiyat radiallahu anhum und auch As-Sahaba radiallahu anhum, die haben immer nach einer rechtschaffenen Frau gesucht, durch Vermitteln. Und die fragen erstens, wie die Familie ist, was sie macht und so weiter und so fort. Aber hier in diesem Fall, wer hat also wer hat nach einem Mann gesucht? Umar ibn Khattab, das ist der Vater. Ich habe euch gesagt, dass er gemerkt hat, dass seine Tochter bisschen so traurig geworden ist. Was hat er gemacht? Der ist zu Abu Bakr gegangen, radiallahu anhu, und sagte ihm, ja, Abu Bakr, kannst du meine Tochter heiraten? Subhanallah. Abu Bakr hat kein Wort gesagt. Das ist Saumal. Abu Bakr, das ist eine Ehre, dass er auch Tochter von Abu oder von Umar heiratet. Aber hat nichts gesagt.
Und dann der ist zu Uthman gegangen. Uthman sagte, momentan, ich habe keine Lust, dass ich heirate. Warum? Weil sie wollte auch mit ihm nicht so viel reden. Aber es gibt einen Hintergrund, warum Abu Bakr nicht mit ihm geredet hat. Und warum hat ihm Uthman einfach gesagt, ich habe keine Lust, dass ich jetzt momentan heirate. Aber der ist zu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gegangen und sagt ihm, ja Rasulullah, kannst du meine Tochter heiraten? Subhanallah, schau mal jetzt. Solche Benehmen haben wir nicht mehr. Dass der Vater sucht nach einem Mann zu ihrem Schwester oder ihrem Tochter. Der sagt, wie? Er soll selber kommen. Aber von Sunna, das ist eine gute Sache. Du kannst auch das machen. Umar ibn Khattab hat das gemacht. Und nicht nur Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, Shu'aib. Shu'aib. Dieser Shu'aib, manche sagen, dass er ein Prophet war, nicht dieser Shu'aib, die wir wissen, sondern andere, ein weißer Mann. Und manche haben gesagt, doch, das ist Shu'aib, der auch in Zeit von Musa a.s. gelebt hat. Aber die meisten, die haben gesagt, das war nur ein weißer Mann, heißt auch Shu'aib, nicht der Prophet, der Shu'aib a.s. Musa a.s., die Geschichte steht in Surat Al-Qasas. Er hat zwei Frauen gesehen. Die warten, damit sie Wasser holen. Was hat Musa a.s. gemacht? Der ist zu dem Wasser, hat einfach nur voll für diese Eimer für die Frauen gemacht und ist weg. Aber die Frauen, was haben die gesagt? Al-Qawiyyu, als die zu dem Vater kamen, die haben ihm gesagt, ja, unser Vater, der ist ein Mann, der richtig qawi, stark ist und vertrauenswürdig. Zwei Eigenschaften haben die dem Vater gesagt. Warum? Weil Musa a.s., da war auch ein Stein dort, hat auch selber hoch gemacht oder hochgehoben. Keiner könnte das bewegen. Erst als Musa a.s. kam, hat das weggemacht. Und die haben auch das live gesehen, diese zwei Frauen. Aber die Gelehrten, die haben gesagt, warum haben die gesagt, dass er kräftig ist und vertrauenswürdig ist? Also kräftig, das kann man bestätigen, der hat diese starke Stein weggemacht. Aber warum vertrauenswürdig? Vertrauenswürdig, weil er nicht an die Frauen geguckt hat. Er hat nicht an die Frauen geguckt. Und die Frauen, die wissen bis jetzt, das ist ein Vetter von den Frauen. Wenn die einen richtigen Vetter haben, die können dich einfach, wer heißt das, checken. Ja? Die können dich checken nur von deinen Augen, ob du vertrauenswürdig bist oder bist. Es ist einer von beiden. Die können das richtig merken. Wallah, die können richtig merken. Das ist ein vertrauenswürdig, der seine Augen runtersenkt. Wenn du so guckst, wenn eine Frau die richtige Fitra hat, die sagt, der ist nicht vertrauenswürdig. Der ist nicht vertrauenswürdig. Deshalb kamen die auch zu Shu'aib, der Vater, und die haben ihm das erzählt. Ja, Abati, unser Vater, der ist kräftig und vertrauenswürdig. Und dann, was hat Shu'aib gemacht? Der ist zu Musa gekommen. Ja, Musa, du kannst eine von den zwei Töchtern von mir auswählen. Egal, wie du willst, kannst du die heiraten. Das heißt, auch der Vater hat das auch gemacht, gar kein Problem. Heutzutage kann man das auch machen. Aber bei uns sagen wir, nein, der muss selber kommen. Oder sie kann auch bleiben hier, bis die stirbt. Mir ist egal. Nein, du kannst das auch machen. Hauptsache, dass Umar ibn Khattab, die ist zu Abu Bakr gegangen, zu Uthman gegangen und dann zum Schluss zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und sagte ihm Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, ich möchte sie heiraten. Und dann hat er erzählt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, ja Rasulullah, ich habe mit Abu Bakr geredet, dass er meine Tochter heiratet, aber sagt gar nichts.
Und ich habe auch mit Uthman auch genauso. Und dann, erstens sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er ihm das erzählt hat, Umar al-Khattab sagte ihm, Inshallah, deine Tochter wird sie einen heiraten, der besser als Abu Bakr. Wer ist besser als Abu Bakr? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und Uthman, er wird eine Frau also heiraten, der besser als deine Tochter. Und wer ist besser als seine Tochter, als Hafsa? Fatima, bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch, was passiert ist. Dass der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Hafsa geheiratet, weil er besser als Abu Bakr. Und Uthman hat auch, also ich meine, Uthman hat auch Ruqayya und Kalthum geheiratet. Die zwei Töchter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann, Umar, die ist zu Abu Bakr gekommen und hat ihm selber Abu Bakr gerufen und sagte ihm, komm, ich will dir was erzählen. Ich habe gemerkt, dass du sauer auf mich bist. Und das auch passiert zwischen Brüdern, aber die reden nicht miteinander. Aber Abu Bakr hat gemerkt, dass Umar böse auf ihn ist. Warum? Weil der hat seine Tochter angeboten und hat gar nichts gesagt. Und sagte ihm, Abu Bakr, ich weiß genau, dass du sauer auf mich bist, aber ich erzähle dir, warum. Warum ist das so? Weil ich gehört habe, dass Rasulullah sallam deine Tochter heiraten möchte. Deshalb habe ich nichts gesagt. Wir waren, ich und Uthman, wir waren, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir waren zusammen und er hat uns, dass er deine Tochter heiraten möchte. Deshalb. Und ich werde ein Geheimnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht weiter verteilen oder weiter verbreiten. Und dann hat es verstanden, Umar bin Khattab, hat das verstanden. Nicht wie wir. Und schau mal, subhanallah, schau mal. Umar sagte zu wem? Abu Bakr. Ob du meine Tochter heiraten möchtest. Hat nichts gesagt. Aber Abu Bakr, der weiß genau, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsa heiraten möchte. Und wer ist Abu Bakr zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Das ist seine Schwiegervater, oder? Schwiegervater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heutzutage zum Beispiel ein Schwiegervater zu dir, dass du sagst, die zweite Frau heiraten möchtest. Was bekommst du? Oder? So, subhanallah. Deshalb machen wir solche Sachen, damit wir auch von solchen Sachen auch lernen. Abu Bakr ist Schwiegervater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der hat gewusst, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hafsa radiallahu anha heiraten möchte. Und der hat nicht weiter gesagt, zu wem? Zu Aisha. Aisha ist seine Tochter. Habt ihr schon? Also Aisha ist Tochter von Abu Bakr. Hätte auch gesagt, Aisha, nimm deine Sachen, komm. Dein Mann will zweite Frau heiraten, komm zu mir. Lakin Abu Bakr hat noch sein Benehmen gezeigt. Ich bin nicht einer, der Geheimnisse von Muhammad sallallahu alaihi wasallam einfach verbreitet. Ich bin nicht einer von diesen Leuten. Für unsere Mutter, radiallahu anha, Hafsa, qalat anha, Aisha radiallahu anha, Aisha sagte über Hafsa, hi lati kanat تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والبست فخاو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم كليبت هات إس عائشة. Und sie war die zweite. Sagte selber, sie war immer, ich habe immer diese Eifersucht, wenn er bei ihr ist oder solche Sachen. كانت لا تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفصة بنت عمر رضي الله عنه. Und obwohl sie Sahabiyat sind, obwohl auch unsere Mutter sind, aber trotzdem haben die immer, wie manchmal wie normale Menschen auch, verhalten. Weil sie auch normale Menschen sind.
Ein Beispiel für Sahihain min Hadith Aisha radiallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat auch Honig richtig geliebt. Dieser Hadith ist in Bukhari Muslim. Und Hafsa und Aisha, die waren immer zusammen. Warum zusammen? Hafsa ist Tochter von Umar. Aisha ist Tochter von Abu Bakr. Abu Bakr war immer mit Umar. Das heißt, genauso auch diese Beziehung war auch genauso. Und wenn ihr auch merkt, warum Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat also Tochter von Umar geheiratet und Tochter von Abu Bakr geheiratet. Und damit der Väter war Abu Bakr, meine ich, und Umar, die kann reinkommen, weil die werden nur bei seiner Tochter reinkommen. Nicht, wenn die Frau reinkommt, die muss verstecken und das, nein. Er kommt rein, das ist seine Tochter. Hafsa, wenn er reinkommt, zum Beispiel Abu Bakr, das ist seine Tochter. Aisha, radiallahu anhu. Und genauso auch bei wem? Ali, radiallahu anhu, und Uthman. Ali hat Tochter von wem? Von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, geheiratet. Und Uthman hat auch Tochter von wem? Von auch Rasul, sallallahu alaihi wasallam, geheiratet. Warum, wenn Ali, radiallahu anhu, auch nach Hause kommt? Er kommt ganz normal, der kommt. Also das ist sein Zuhause. Ar-Rasul, die kommt auch zu seiner Tochter. Die Frauen, die müssen nicht verstecken. Mahram. Damit diese Alaqa, diese Beziehung immer stark bleibt. Das ist auch eine Sache, die Rasul mit Kopf gemacht hat. Sallallahu alaihi wasallam. Hier في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب العسل by them عند زينب بنت جحش und die waren immer die Zainab bint Jahsh ist seine Frau und auch seine Cousine von Muhammad صلى الله عليه وسلم seine Frau und seine Cousine und diese Zainab bint Jahsh رضي الله عنها inshallah werden wir auch ihre Sira auch machen. كانت تفتخر زي إما كان يزاجن stolz vor die Mutter von uns. Warum? Weil ihr Wali, wer war ihr Wali? Allah war sie ihr Wali. Das heißt, alle Frauen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jeder hat ihr Wali gehabt. Aber Zainab im Koran, in Surat Ahzab, Allah azza wa jalla sagt, weil Zainab bint Jahsh war Frau von Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Und als er also die Frau Talaq gegeben hat, Allah sagte, zawajnakaha. Das heißt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zawajnakaha. Also Zainab bin Jahsh, dich. An dich. Ja, an dich. An dich, ja. Das heißt, war keine Wali von Menschen sogar. Al-Wali ist Allah Azza wa Jalla. Der hat immer das gesagt. Jeder von euch hat Wali von Menschen gehabt, aber mein Wali ist Allah. Und das ist auch ein Beweis, das werden wir auch inshallah machen, ob eine Frau, als Frage machen wir auch, ob eine Frau, die schon verheiratet war und geschieden ist oder der Mann gestorben ist, darf sie ohne Wali heiraten oder nicht? Darf sie nicht. Aber in Europa, viele Leute, die haben ohne Wali geheiratet. Warum? Weil die sagen, die Frau ist geschieden, die braucht keinen Wali. Oder die Frau, die, also sie hat, der Mann ist schon gestorben. Hauptsache, sie war schon verheiratet. Sie braucht keinen Wali. Hier ist ein Beweis. Das ist ein Beweis. Und es gibt auch viele Beweise. Inshallah machen wir das eine als Frage. Hauptsache, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat immer geliebt, dass er Al-Asal bei Zainab bint Jahsh zu trinken. Und Zainab bint Jahsh, sie war richtig lieb und romantisch. Und wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer also gehen will, sie gibt immer zum Schluss Honig zu trinken. Und Aisha und Hafsa, sie wussten das. Sag ich, ja, was kann man jetzt machen, damit er nicht lang bei ihr bleibt? Bei Frauen.
obwohl sie Habiyat sind, obwohl unsere Mutter sind, obwohl die Frauen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind, und trotzdem die haben diese Eifersucht gehabt. Was kann man machen? Die war immer Aisha und Hafsa. Immer. Was kann man machen, damit wir die kaputt machen? Die haben miteinander geredet, Hafsa und der Aisha. Sagte, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu dir kommt, dann sagst du ihm, du riechst nach Al-Maghafir. Ein Pflanze, die richtig stinkt. Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam neben dir ist, dann sag, ja Rasulallah, du riechst nach Al-Maghafir. Das heißt, du stinkst nach diesem Geruch. Sagt, okay, ich esse das nicht mehr. Sagt, schau mal, Rasulallah, wie lieb zu seinen Frauen war. Okay, dann ich trinke das nicht mehr. Dann der ist wieder zu Hafsa. Kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah zu seiner Frau, und Hafsa sagte, ja Rasulallah, du riechst nach Al-Maghafir. Weil da haben wir miteinander geredet. Hey, schau. Weißt du. Dann sagt der Rasulullah sallam, okay. Aber Rasulullah sallam, weiß genau. Inna yuha ili. Wisst ihr? Manchmal die Frau von ihm, die vergessen, dass er Wahi bekommt. Obwohl diese Tricke machen, aber Rasulullah sallam, der ist bei Hafsa gekommen und sie hat ihm das gesagt und dann sagte, so, das heißt, du und der Aisha. Okay. قال لا لا ولكني كنت أشرب عند زينب بنت جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. Das heißt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat jetzt gesagt, ich werde das nicht mehr trinken. Und hier, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يشرع. Allah Azza wa Jal hat ihm auch getadelt. Allah Azza wa Jal hat ihm getadelt. Wie kann sein, dass du Al-Asal für dich verbietest? Allah Azza wa Jal. Und auch sogar Al-Sura heißt Surah Al-Tahrim. Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhal Nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Warum machst du eine Sache, die halal für dich als haram? Warum? Tabtaghi mardata. Warum? Weil du suchst nur diese Zufriedenheit von deinen Frauen. Wallahu ghafurur rahim. Das heißt, schau mal jetzt, wenn er das verboten hat, für uns Asal auch schon vorbei. Keiner von uns darf mehr Asal also trinken. Warum? Weil der sagt, ja, okay. Uharrimuhu. War Rasulullah sallam kana يعني يشرع إني أتيت الكتاب ومثله معه. Ich habe Al-Quran bekommen und was das und das und das gleiche auch. Das gleiche heißt Al-Hadith, Al-Sunna, Sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin Allah azza wa jalla hat ihm getadelt. Du darfst das nicht machen. Das hier, warum? Weil er das nur wegen seinen Frauen gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und sogar auch eine Geschichte ist auch passiert. Auch Aisha radiallahu anha und Hafsa radiallahu anha und unsere Mutter auch Sawda bint Sam'a. Die älteste Frau, die Rasulullah geheiratet hat. Und die ist, also unsere Mutter Sawda ist älter ungefähr fast 30 Jahre als Aisha und als Hafsa. Aber einmal kam also Sauda zu Aisha und Hafsa. Und sie hat richtig schick gemacht. Richtig schick gemacht. Kommt wieder diese Eifersucht. Sagte Hafsa, ja Aisha, schau mal, wie die aussieht. Schön, glänzt. Alles glänzt und so weiter und so fort. Und wenn, schau mal, subhanallah, Frauen sind Frauen, weißt du? Und wenn jetzt Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt, dann haben wir so nichts. Er nimmt nur Sauda. Müssen wir was machen? Müssen wir machen? Und Hadith in Rawah al-Tabarani und Abu Ya'la kadhalik sagte, müssen wir etwas machen, damit die auch genau wie uns aussieht. Weil das gesagt, viel, schau mal, wie wir aussehen, unsere Haare und das.
Das heißt, wenn Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kommt, dann sind wir gleich. Nicht, dass sie richtig immer noch glänzt und wenn er kommt, dann sind wir ciao. Okay, und dann auch auf einmal sagte Hafsa radiallahu anha, Al-Kadhab ist da. Al-Kadhab ist da. Al-Kadhab heißt Al-Dajjal. Sauda hat das gehört, sie hat Angst gehabt. Oh, wo kann ich mich verstecken? Hafsa sagte ihr, dann gehst du in diese Zelt. Und diese Zelt war richtig staubig und viele Spinnen, richtig dreckig. Weißt du schon. Und Sauda, sie hat richtig Angst gehabt und dann hier rein, rein. Und dann auf einmal diese Staub und das alles. Und kam Ar-Rasul. Und sie hat gesehen, dass Hafsa und Aisha lachen. Sagte, warum lacht ihr? Wir können nicht mit ihm reden. Vom Lachen. Sie haben nur Sauda gezeigt. In diesem Zelt ist Sauda. Guck mal da. Sagte, in diesem dreckigen Zelt? Haben gesagt, ja. Und sagte, Sauda, was ist los? Sagte, Ad-Dajjal ist da. Ad-Dajjal ist schon raus. Hat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gelacht. Und sagte, kommt hier, kommt. Ich bin immer unter euch. Und wie Rasul sagte, إذا ظهر الدجال فيكم أو إذا ظهر الدجال أنا فيكم braucht ihr keine Sorgen zu machen. Das heißt, wenn الدجال kommt und ich bin immer noch unter euch, braucht ihr keine Sorgen. Ich töte ihn. Sagte, ja, Sauda, ich bin immer noch da. Brauchst du keine Angst zu haben. Und dann hat sie diese Spänen weggemacht und alles, ja. Und dann sie haben gelacht und dann hat verstanden, warum sie lachen. Sagte, schau mal, wie ich aussehe. Frauen sind Frauen, subhanallah. Na, wie viel Uhr ist jetzt? La ilaha illallah. Also Hafsa, letzte Sätze, inshallah, Hafsa radiallahu anha, könnt ihr vorstellen, dass Al-Quran, was wir haben, ist bei ihr versteckt. Abu Bakr radiallahu anhu, er hat Koran gesammelt. Aber nicht in einem Buch. Blätter und diese Leder, Steine. Und dann haben die geschrieben in Blätter so. Aber ganz so Koran war bei Abu Bakr, bevor Al-Mashaf gekommen ist von Uthman radiallahu anhu. Und stellt ihr vor, dass Al-Quran bei einer Frau versteckt. Er hat bei Hafsa gelassen. Und Abu Bakr gestorben. Erst als Uthman kam, die sind zu Hafsa gekommen und haben ihr gesagt, kannst du uns Al-Quran also geben? Und der hat zu Uthman gegeben und der hat also die richtige Koran in einem Mushaf gesammelt und anderen, die mit Schubuhat waren, hat das verbrannt. Ich meine nur, dass Al-Mar'a oder die Frau im Islam, das hat einen richtigen Wert voll. Manche denken, schau mal, wie die Frauen im Islam sind. Ach, unser Koran, unsere Gesetze ist bei einer Frau geblieben. Hafsa radiallahu anha. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, er hat At-Talaq für Hafsa gegeben. Aber wer hat Hafsa radiallahu anha zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder zurückgegeben? Das heißt, kam nicht Umar al-Khattab radiallahu anha und sagte, ja Rasulallah, warum hast du meine Tochter Talaq gegeben? Bitte, nimm sie wieder zurück. Kam Umar nicht. Aber wer kam? Jibril alaihi salam. Kam und sagte ihm, ja Rasulallah, Allah yaqulu lak, Allah sagt dir, dass du wieder Hafsa heiratest. Warum? فَإِنَّهَا قَوَّامَ صَوَّامَ. Schau mal, eine Bestätigung von wem? Von Allah Azza wa Jalla sagte, dass Hafsa eine Frau, die viel fastet und viel Qiyamul Layl macht.
Und da hat der Rasul sallallahu alaihi wa sallam wieder also zurückbekommen. Man kann nicht in einer Stunde, subhanallah, eine Geschichte von einem Sahabia radiallahu anhu alles erzählen, aber was wichtig ist, haben wir schon alhamdulillah gesagt. Was kann man von unserer Mutter Hafsa also einfach lernen, dass sie immer ihre Meinung gesagt hat, dass sie Sawama ist, dass sie Qawama ist, dass sie eine Frau, die Ar-Rasul richtig geliebt hat, dass sie auch Al-Quran bei ihr versteckt hat und das war eine Ehre für sie. Und nicht nur für sie, sondern für alle Frauen, die Muslime sind, damit die nicht denken, dass die Frau im Islam keine Rolle spielt. Es ist dagegen oder ganz dagegen, subhanallah. Die Frau ist im Islam ist die Gesellschaft, sagt man bei uns im Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.